In der Folge über die dicken Wände habe ich ja erklärt, dass man von der Dicke einer Wand nicht zwangsläufig auf die Qualität des Wärmeschutzes schließen kann. Dabei ging es mir ja in erster Linie darum zu zeigen, wie verrückt groß die Unterschiede sind. Aber schnell hat sich in den Kommentaren zur Folge gezeigt, dass euch der reine Vergleich definitiv nicht ausreicht. Viele von euch wollten wissen, wie sie den Wärmeschutz der eigenen Hauswand zum Beispiel einschätzen können. In zahllosen Kommentaren habt ihr mich gefragt, wie ist es denn bei einer 30 cm Porenbetonwand von 1982 oder bei 60 cm Sandstein von 1849 oder wie ist es bei einer Blockhütte mit 70 cm Vollholz? Ich bin mit dem Beantworten gar nicht hinterhergekommen, so viele Fragen waren das. Sicher warten einige von euch immer noch auf eine Rückmeldung von mir. Aber dass ich es nicht geschafft habe, alle Kommentare zu beantworten, hat noch einen anderen Grund. Denn motiviert von euren zahlreichen Posts und Nachfragen habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir nicht nur für eine Handvoll, sondern mehr oder weniger für sämtliche gängigen historischen Bauteile die entsprechenden U-Werte kennen würden. Dann könnte jeder und jede von euch sich sein Bauteil raussuchen und ich müsste weniger Kommentare schreiben. Aber alle gängigen historischen Bauteile? Das ist natürlich ein Wunschtraum und noch ein absurder dazu. Oder? Liebe Freundinnen und Freunde der Sparkunst, eine U-Wertsammlung mit sämtlichen gängigen historischen Bauteilen wie Wände, Dächer und Decken, das wäre echt eine feine Sache. Das wäre nicht nur eine coole Sache für all die von euch, die mal schnell prüfen wollen, wie gut oder schlecht der Wärmeschutz der eigenen dicken Wand ist. Nee, das wäre auch für meine lieben Kollegen und Kolleginnen in der Energieberatung eine heiße Scheiß und vor allem eine riesen Arbeitserleichterung. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wobei, stehlen ist da ja ein recht hartes Wort. Das würde ich jetzt erstmal nicht so in den Mund nehmen wollen. Und außerdem, als Energiesparkommissar steht man ja praktisch automatisch auf der richtigen Seite des Energieerhaltungsgesetzes. Quasi Energiesparkommissariatspräsident. Aber bevor hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht, erzähle ich euch mal die ganze Geschichte. Also, ob ihr das glaubt oder nicht, ich kenne einen, der hat das tatsächlich gemacht. Der hat sämtliche gängigen U-Werte von historischen Bauteilkonstruktionen aus mehreren Jahrhunderten recherchiert, zusammengetragen und dokumentiert. Und dabei handelt es sich um einen meiner geschätzten Kollegen, den Matthias. Der Matthias ist auch Energieberater wie ich und wir haben eine Zeit lang beide für die Landesenergieagentur in Hessen, der LEA, gearbeitet. Um es kurz zu machen, ich habe da immer die Scheißjobs bekommen und der Matthias scheinbar immer die Premiumnummern. Denn im Jahr 2021 erhielt er von der LEA den Auftrag, die in der Energieberatung relevanten und gängigen historischen Bauteile zu sammeln und deren Wärmedurchgangskoeffizient, also den U-Wert, zu berechnen. Und das hat er dann auch gemacht, einschließlich der dafür erforderlichen Quellenrecherche. Eine richtige Sisyphusarbeit also. Aber der Matthias, der hat diesen Job hervorragend gemeistert und eine wirklich umfangreiche historische Bauteilsammlung abgeliefert. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als er uns in einer gemeinsamen Sitzung mit mehreren Kollegen seine Ergebnisse vorgestellt hat und wir waren alle begeistert. Einfach schon mal allein deswegen, weil wir etwas Vergleichbares bis dahin nicht kannten. Also da muss man echt mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LEA und lieber Matthias, absoluter Hammer. Da habt ihr echt einen sauberen Job abgeliefert. Hut ab. Dabei herausgekommen sind über 150 Bauteilaufbauten, einschließlich der U-Wertberechnung in Form von solchen PDF-Dokumenten. Für jedes Bauteil gibt es also jetzt so einen mehrseitigen Ausdruck. Schauen wir uns doch mal an, was da alles draufsteht. Also, was haben wir denn da? Auf der ersten Seite sind erstmal alle Ergebnisse für unser Bauteil zusammengefasst. Und los geht's ganz da oben. Da ist beschrieben, um welches Bauteil es sich überhaupt handelt. Hier zum Beispiel ein Mauerwerk aus Naturstein, weich, 50 cm, zum Beispiel Sandstein, ab 1700. Es handelt sich also um eine 50 cm dicke Sandsteinwand, wie man sie ab dem Jahr 1700 gebaut hat. Gleich darunter findet man eine erste Kurzzusammenfassung der wichtigsten Bauteileigenschaften.
Da findet man also den U-Wert, aber auch den Hitzeschutz. Hier kann man schon mal auf den ersten Blick erkennen, der Hitzeschutz unserer Sandsteinwand ist richtig gut, aber der Wärmeschutz lässt mit einem U-Wert von über 1,5 wie erwartet zu wünschen übrig. Wenn ihr die Folge zu den dicken Wänden gesehen habt, dann kennt ihr das hier schon. Damit man sich das Bauteil besser vorstellen kann, befindet sich unter der oberen Bewertungsleiste eine dreidimensionale Abbildung des Bauteils. Schön, gell? Und darunter gibt es auch noch eine Schnittdarstellung der vorhandenen Bauteilschichten. Bei unserem Bauteil sind das drei Schichten. Einmal die Sandsteinwand selbst und dann noch der Innen- und der Außenputz. Am unteren Ende findet man dann noch die Oberflächentemperaturen des Bauteils, die sich bei den ebenfalls hier angenommenen Innen- und Außentemperaturen ergeben. Außerdem sind hier noch die Gesamtdicke des Bauteils angegeben, sowie das spezifische Gewicht, die Wärmekapazität und die dampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD. Bis auf die Oberflächentemperatur sind diese Infos für die Nicht-Profis von euch aber eher weniger interessant. Uns interessiert ja in erster Linie, wie gut ist der Wärmeschutz meiner Wand und ist es bei meiner Wand sinnvoll, den Wärmeschutz vielleicht nachträglich noch zu verbessern. Und das bekommen wir ja über den U-Wert beantwortet. Alle nachfolgenden Seiten unseres Bauteildokuments sind dann eigentlich nur noch die ausführlichen Berechnungen für die Ergebnisse auf der ersten Seite. Angefangen mit der U-Wertberechnung auf Seite 2, der Berechnung des Temperaturverlaufs auf Seite 3 und auf Seite 5 gibt es dann noch die Berechnung zum sommerlichen Wärmeschutz oder Hitzeschutz, wie er hier genannt wird. Und all das ist, wie schon gesagt, für insgesamt rund 150 Bauteile vorhanden. Wahnsinn, oder? Aber das Allerbeste kommt noch. Denn auf jedem Bauteildokument findet man am unteren Rand der Seite einen Link. Hier. Und wenn man auf den Link klickt, wird für das entsprechende Baudetail die komplette U-Wertberechnung auf dem Online-U-Wertrechner Ubacus geöffnet. Der Ubacus-Rechner ist der mit Abstand beste U-Wertrechner, den es meiner Meinung nach derzeit gibt. Wir nutzen den bei uns im Büro auch, weil der U-Wertrechner in unserem Energieberatungsprogramm im Vergleich zu Ubacus so komfortabel ist wie ein Rechenschieber. Und da es sich um eine browsergestützte Anwendung handelt, muss schon mal nichts installiert werden. Und wenn man ihn rein privat nutzt, ist das kostenfrei möglich. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum sollte man die Berechnung denn öffnen wollen, wenn doch bereits sämtliche gängigen historischen Bauteile in der Bauteilsammlung enthalten sind? Ja, das ist ganz einfach. Beispiel Außenwände. Freilich sind in der Bauteilsammlung bereits die gängigen Wanddicken drin, aber natürlich sind darin nicht sämtliche in der Praxis vorkommenden Wanddicken berücksichtigt. In dem Fall hätte man für jeden Wandaufbau Dutzende Wanddicken berechnen und in der Sammlung ablegen müssen. Aber so weit ist der Matthias dann doch nicht gegangen. Ist aber auch nicht nötig, denn dadurch, dass man für jedes Bauteil über den Link die U-Wertberechnung öffnen und bearbeiten kann, hat man die Möglichkeit, das entsprechende Bauteil so abzuändern, dass es dem Originalbauteil exakt entspricht. Und sogar eine zusätzliche Dämmschicht könnt ihr noch einbauen, um zu prüfen, was die bringt. Die Eingabe funktioniert da relativ einfach und intuitiv und in der Materialdatenbank sind unzählige Dämmstoffe einschließlich einer umfangreichen Beschreibung enthalten. Man muss also nicht noch irgendwo anders recherchieren. Ihr findet alle Informationen zu Dämmstoffen direkt in Ubacus. Einziger Wermutstropfen: als privater Nutzer ohne Lizenz kann man die Bauteile zwar ändern, aber leider nicht abspeichern oder ausdrucken. Da geht dann maximal ein Screenshot. Aber besser als nichts, oder? Ja, bis dahin ist das erstmal alles eine runde Sache. Aber es gibt da mit unserer wunderbaren Bauteilsammlung ein klitzekleines Problem. Der Matthias hat es ja, wie schon erwähnt, im Auftrag der Landesenergieagentur gemacht. Und die LEA ist ja vom Land Hessen finanziert. Und daher dürfen Sachen, die vom Land Hessen finanziert werden, auch nur von Hessen in Hessen genutzt werden. Zumindest war das damals, als man uns die Bauteilsammlung übergeben hat, nicht so hundertprozentig klar, ob es da Probleme mit dem Rechnungshof geben könnte oder so. Also, um es kurz zu machen, wir haben hier nur eine geniale Bauteilsammlung. Ich kann sie aber euch nicht geben. Zumindest dann nicht, wenn ich nicht riskieren will, dass mir der hessische Rechnungshof die Finger abhackt. Sorry.
Aber was wäre denn, wenn wir die Bauteile in Ubercus einfach nochmal nachgebaut hätten? Quasi, wir machen uns unsere eigene Bauteilsammlung, die halt so ähnlich ist wie die von der Lea, aber natürlich vollkommen neu. Dann dürfte es doch kein Problem mehr sein. Und ich dürfte meine Finger behalten, oder? Ja, und genau das haben wir in der vergangenen Woche gemacht. Wir haben sämtliche Details nochmal in Ubercus eingehackt und vollständig neue Bauteildatenblätter daraus gemacht. Nach zunächst unzähligen Kommentaren, die ich beantwortet habe, haben meine Kolleginnen und ich sämtliche Bauteile der Sammlung nochmal neu in Ubercus eingehackt. Und das hier ist das Ergebnis. Aber nun ist es vollbracht. Wir haben es geschafft. Und da wir ja eh alles nochmal neu eingeben mussten, haben wir auch die Bezeichnungen der Bauteile gleich noch einmal ein bisschen einfacher und verständlicher gemacht. Und Bauteile, bei denen der Matthias mehrere Materialien in einem Datenblatt zusammengefasst hat, die haben wir in mehrere aufgeteilt und alles nochmal neu sortiert. Alles, damit ihr euer Bauteil leicht finden könnt. Et voilà! So sehen die neuen Datenblätter jetzt aus. Im Prinzip hat sich da nicht viel geändert. Nur die Bezeichnung ist neu und klar musste das Logo vom Kommissar drauf. Und finden könnt ihr die historischen Bauteile vom Energiesparkommissar alle schön ordentlich sortiert in der Videobeschreibung. Hier unten als Download. Wenn ihr also Lust und Zeit habt, schaut da gerne mal rein und prüft, ob eure Wand, eure Decke oder euer Dach auch dabei ist. Ich drücke euch auf jeden Fall die... Ja, und falls ein Bauteil fehlen sollte, gebt da gerne Bescheid, damit wir die Bauteilliste entsprechend ergänzen können. Und während ihr nun eure U-Werte prüft, mache ich mich auf den Weg zur Notaufnahme und lasse mir meine Fingerkuppen wieder annähen. Und dafür dürft ihr mir jetzt die Daumen drücken. Euer Energiesparkommissar. Jo, top, passt. So haben wir es. Jo. Ich bin Lieutenant Frank Drebin, Spezialeinheit.